Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider, in der letzten Folge haben wir Anna als Geisel benutzt, um jetzt hier nach unten zu kommen, um den Atlas uns zu schnappen. Hier gibt es erstmal einen Lagerfeuer, das wo ich nicht dran darf. Das muss er sein. Ja, das sieht richtig aus. Ich bin Anna jetzt voraus, aber ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Noch etwas anderes haust hier in der Dunkelheit. Aber ich mache weiter. Ich bin schon zu weit gekommen. Anna glaubt, sie kennt mich. Und das tut sie wohl auch irgendwie. Aber sie weiß nicht alles. Und solange sie mich weiterhin unterschätzt, könnte ich noch die Oberhand haben. Klingt nach einem Plan. So, wir nehmen den Kämpfer mal. Was haben wir hier? Setzen Sie beim Ausweichen Feinden. Das finde ich kacke. So, geräuschlose Killer. Erledigen Sie Gegner geräuschlos, ohne Feinde in der Nähe zu alarmieren. Klingt super. Ach, wir haben noch einen Punkt. Was haben wir hier? Erledigen Sie nach einem erfolgreichen, lautlosen Kill kurzzeitig keinen Schaden durch erledigen. Erleiden. Perfekt, das nehmen wir auch. Waffen haben wir nichts. Okay, weiter geht's. Etwas anderes ist hier noch in der Dunkelheit. Oh, Fledermäuse, hallo. Ein altes Wandbild. Und diese Gefäße. Griechisches Feuer. Ach, das. Die unsterbliche Armee des Propheten. Mit dem griechischen Feuer waren sie unaufhaltbar. Boah, hier vermischen sich echt viele Kulturen, ne? Oh, dieser Geruch. Oh nein. Lebendig verbrannt. Das ist abartig. Das ist richtig ekelhaft. Das getan haben. Wer denn wohl, Lara? Wer schützt denn hier den Atlas? Was zum Teufel ist das? Oh Mann, es wird sowas von nach hinten losgehen. Die Gefäße sind noch voll. Wenn ich sie entzünden könnte. Tagebuch. Einige glauben, der Prophet sei Gottes wiederauferstandener Sohn. Aber er weiß dies von sich. Einige preisen seine Taten als Wunder, aber er entkräftet solche Behauptungen. In seiner Bescheidenheit sehen seine Anhänger die Wahrheit seiner Botschaft. Veränderungen kündigen sich an. Ich habe mein bisheriges Leben hinter mir gelassen und mich ganz dem Propheten verschrieben. Ich verbreite seine Kunde und bringe andere dazu, sich dem anzuschließen. Aber dies hat die Oberen verstimmt und die volle Aufmerksamkeit der Kirche des Westens geweckt. Der erste Apostel gab dem Wohlstand durch sein Geburtsrecht auf, um den Propheten zu folgen, als die Zahl seiner Feinde wuchs. Uiuiuiuiui. Ich möchte nicht kämpfen, ehrlich nicht, ne? Haben wir hier? Ich möchte wirklich, wirklich, wirklich nicht kämpfen und ich habe richtig, richtig Angst. Aber was soll's? Der Atlas ist hier in greifbarer Nähe. Lara, fasst den lieber nicht an. Das ist immer was Schreckliches. Trinity, Sie sind hier. Zieh da fast. Wir können nicht auf die anderen Teams warten. Griechisches Feuer. Bei mir, vor mir. Er schießt.
Ah nein, nicht springen. Oh lol, ich habe mich gerade selbst in die Luft gesprengt. Nein! Au! Ey, ich kotze! Ich hasse Kämpfen! Ah, Mann, das hat so gut funktioniert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Oh Mann. Das nehme ich mit. Das plündere ich. Trinity, okay, gut, das ist noch halb so schlimm. Ich hoffe halt, die Wächter kommen mir jetzt nicht entgegen. Das würde ich jetzt ein bisschen Hardcore-Scheiße finden. Würde ich zwar jetzt auch nichts gegen machen können, muss ich dann einfach durch, aber würde ich trotzdem Hardcore-Scheiße finden. So richtig, richtig, richtig Hardcore-Scheiße würde ich es finden. Okay, es scheint aber noch nicht vorbei zu sein. Stell her, stell her, stell her. Okay. Okay. LOL. Alter. Leute, ich krieg die Krise. Das geht gar nicht. Ich hasse... Oh, verdammt. Ich krieg's echt kotzen, ne? Das ist unglaublich. Ich hätte hier hinlocken können und das machen können und jenes machen können. Ich hätte eigentlich alles machen können.
mich sogar hier rüber schwingen können. Ich hätte echt voll viel machen können. Muss man an dieser Stelle einfach mal sagen. Ich habe es aber irgendwie so ein bisschen auf die Rambo-Technik gemacht. Taktik. Ja. Kann man sich jetzt darüber streiten, was gut oder schlecht ist. Auf einmal hält sie sich fest. Aber Hauptsache, sonst immer stirbt sie, wenn ich irgendwie auch nur in die Nähe von irgendwas gehe. Okay. Oh. Hallo, darf ich? Dankeschön. Oh nein, Schwefel. Hier kann alles in die Luft gehen. Ich zieh weg. Oh Mann. Hier, hab sie gefunden. Was muss ich machen? Mach weg! Mach den weg! Irgendwas hat ihn gerade umgebracht. Coole Sache. Atemgerät. Sehr, sehr cool. Boah, cool. Also, das habe ich schon gesagt, aber... Wie nice ist das denn? Ein Atemgerät einfach. Ja, irgendwas hat ihn aufgespießt gerade. Und das ist nicht gut. Okay, das dürfte mein Ausgang sein. Die Statue ist instabil. Wie es aussieht, muss ich griechisches Feuer benutzen. Ja, dann... nur noch die restlichen Stützen beseitigen. Jetzt ist die Frage, kommen hier noch Überraschungen oder kann ich eigentlich jetzt safe hier durch die Gegend laufen und hoffen, dass ich jetzt wirklich wegkomme? Es muss noch mehr Gefäße mit griechischem Feuer geben. Ich muss sie nur finden. Da. Warum nimmst du das nicht? Okay, ist voll. Das macht Sinn. Guck mal, das können wir auch rausreißen. Guck mal, machen wir das jetzt mal so. Gehen wir einmal hier rüber und da vorne, das will ich mir, um echt zu sein, gar nicht so richtig angucken. Bewegt sich nicht. Mit griechischem Feuer. Es sind so viele. Mehr Gefäße mit griechischem Feuer. Ich muss es irgendwie rüberschaffen. Ja, es klingt nach einem Plan auf jeden Fall. Sie müssen hier gelagert worden sein. Aber diese Behälter sind beschädigt.
warte mal ganz kurz. Machen wir mal so. Hi, griechisches Feuer. Und dann machen wir mal so. Lulz. Dann machen wir das jetzt hier auch nochmal. Hello, griechisches Feuer. Machen wir einmal... Einmal so und tschüss. So, und jetzt muss ich das irgendwie drehen. Also das sieht schon mal am Plan aus. Ich habe ihn nun noch nicht ausgearbeitet. Aber der Wille ist irgendwie schon da. Also jetzt irgendwie... Bingo. Ach nee. Oh. Hallo. Nein. Nicht in die Luft sprengen. Bitte, wenn es geht, Lara, nur abschneiden. Abseilen. Probieren wir mal das. Dankeschön, so. So, das hätten wir. Ein so ein Ding fehlt noch. Ich brauche wohl noch ein Gefäß. Ja, aber wir müssen halt darüber. Und egal, was ich da drin gesehen habe, ich will's nicht. Ich will dem nicht begegnen. Das steht sowas von fest. Okay, Lara hat nichts zu sagen, aber wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Den ich wieder in Jäger reinpacke. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindliche Beschüsse und Nahkampfangriffe. Das ist gut. Anwendbar bei allen Gegnern. Höhere Schussfrequenz. Höhere Schussfrequenz. Ja, ist ja egal. Das eine oder das andere machen. Macht sich ja wenig Konkurrenz dann. Hier gibt es noch ein Münzversteck. Und an dieser Stelle bedanke ich mich erneut fürs Zusehen. Das war meine Aufnahmesession für heute. So. Oh, Fähigkeiten schon. Oh. Waffen kann ich nochmal machen. Ach, der Bogen. Ja, komm, egal was das jetzt ist. Gewachste Sehne. So.
Wie gesagt, an dieser Stelle bedanke schön fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Let's Play Rise of a Tomb Raider. Und dann erfahren wir, wie es weitergeht. Ja, bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!